Frau namens Victoria hat Verbindung mit mir aufgenommen. Sie sagt, sie vertritt einen Kunden, der beeindruckt ist, wie ich die Sache mit Ramirez erledigt habe. Ich soll etwas für ihn stehlen. Ich soll ein Zauberschwert beschaffen, das einem adligen Sammler namens Konstantin gehört. Über ihn ist kaum etwas bekannt, außer, dass er ein wenig exzentrisch und neu in der Stadt ist. Er pflegt wenig gesellschaftlichen Umgang. Victoria vermutet, dass das Schwert ausgestellt, aber schwer bewacht und mit Alarmanlagen geschützt wird. Sie erwähnte auch, dass die Wachen gut organisiert und kräftig sind. Das Haus soll verwirrend angelegt sein. Das Haus wurde erst kürzlich gebaut, also musste ich aus Beobachtung und Gehörtem meine eigene Karte zusammenstückeln. Das Anwesen scheint das reinste Labyrinth zu sein. Tja, wer genug Geld hat, darf sich auch in Irrenhaus hinstellen. Das wird eine Herausforderung, aber sie wird besser bezahlt als die letzten Aufträge. Wie üblich wird der Haupteingang schwer bewacht, aber ich habe einen anderen Zugang entdeckt. Wenn ich das Schwert allerdings dann habe, muss ich sehen, dass ich wieder hinauskomme. So Leute, bevor wir anfangen, wollte ich mich nochmal entschuldigen, weil die Folge mit der Saphir-Vase, habe ich gemerkt, wurde nicht aufgenommen. Aber ich kann euch sagen, das komplette Let's Play hatte so um die 2 Stunden gedauert. Also war nichts Besonderes, wie gesagt, einfach nur musste ich in die Diebesgilde einbrechen und eine Saphir-Vase stehlen. So, wie wir jetzt hier im Vorspann gesehen haben, hat mich eine Frau namens Victoria kontaktiert und sagte, ich sollte so ein Schwert von Konstantin klauen. Und das scheint mir auch ein bisschen schwer zu werden. Aber mal gucken, wie viel Kohle ich eingesackt habe und wie viel Ausrüstung ich jetzt kaufen kann. So, okay. Finden Sie das Schwert und nehmen Sie es an sich. Suchen Sie auf einer höher gelegenen Etage. Nutzen Sie die Gelegenheit, um weitere Wertsachen zu stehlen und verlassen Sie die Villa mit dem Schwert. Okay. Mal schauen. Könnte interessant werden. Ich habe 1800. Nur, naja, gut. Die Wasserpfeile werde ich auf jeden Fall alle kaufen. So, dann habe ich nicht mehr viel Kohle. Aber ich habe hier einen Haufen Ausrüstung hier. Einen Heiltrank bräuchte ich nochmal. Habe ich nämlich keinen. Seilpfeil habe ich 3. Was kostet einer? 250. Nee. 200. Minen habe ich 2. Feuerpfeile habe ich nur 4. Breitkopfpfeile habe ich 25. Okay, dann kaufe ich noch 5. So. Okay. Wahrscheinlich muss ich so einen Seilpfeil jetzt benutzen hier. Muss da irgendwie hoch. Lärmpfeil, Wasserpfeil. Mann, wo ist das Seilpfeil? Hier. Wie geht das, Alter? Kann ich nicht ein bisschen zurück? Irgendwie kann ich mich nicht bewegen beim Zielen. So. Na toll. Einfach weg. Ja, das war ja doof. Und schon wieder weg. Also wenn das nochmal passiert, muss ich dann leider das Spiel nochmal neu laden. Okay. Wo sind meine Pfeile hin? Das ist die Frage. Die müssen eigentlich hier liegen. Sag jetzt nicht, dass die einfach weg sind. Wo sind meine Pfeile hin? Boah, das ist ja doof, Alter. Wenn ich da nochmal einen Pfeil brauche, warte mal, da muss ich das anders machen. Ich muss dann springen. Ah, geht nicht. Warte mal. Ich wollte springen und den Pfeil klauen. So. So, jetzt. Gut. Leider sind die anderen Pfeile alle weg. So. Gespannt. Oh, da liegt schon Kohle.
Wer lässt denn einfach Kohle hier hin? Das müssen die Wachtürme sein. Okay. Ich denke nicht, dass da jetzt einer hochkommt. Oh oh. Sag mal nicht, dass ich das Ding nicht knacken kann. Das ist ja doof, Alter. Wie soll ich da rein? Habe ich da irgendwie einen Tipp oder so? Nee, habe ich nicht. Da muss ich also doch runterklettern. Warum ist das Fenster so schräg? War der hier oder? Oh, hier kann ich nicht bleiben, Alter. Viel zu hell. Das Ding habe ich auch noch nie benutzt. Was ist das überhaupt nochmal? Das war zu schnell. Blitzbombe. Habe ich noch nie benutzt. Wahrscheinlich bringt das was bei der Flucht. So, okay. Machen wir die Dinger hier weg, bevor ich da irgendwas falsch mache. Das war bestimmt die Waffenkammer. Okay. Es geht ja nur hier weiter. Oh, verdammt. Fragt sich nur, wie laut der Boden ist. Ich glaube, ja, leider wieder gefliest. Da ist zwar ein Teppich, aber da muss ich echt schnell sein. Alter, braucht der lang. Mann, war ein bisschen schneller, Junge. Das gibt was, ey. Das erste Opfer naht. Es wird schon von meiner Keule erwartet. Och nee, jetzt läuft er zurück. Ach Mann, Leute. Toll. Da kommt noch einer, okay. Oh. Okay, der ist verschwunden. Lass mal gucken. Hier ist doch eine Fackel. Und hier ist nochmal so ein Kerzending. So, jetzt haben wir es hier richtig schön dunkel. Jetzt warte ich einfach, bis der hierher läuft. Da hinten dürfte mich auch nicht sehen, also. Ah, das ist Paletti. Spaghetti. Komm, Alter. Sag mal. Boah, wenn der mich hier hört, dann wird's gefährlich. Das war knapp. Ich dachte, der kommt hierher. Ich schmeiß mal den auf diese Seite. Zack, weg ist er. Ich könnte auf den Teppich springen. Das geht schon, aber wird natürlich gefährlich. So. Ist doch schon ziemlich hell hier, muss ich sagen, Alter. Oh, nee. Schnell. Ausmachen. So, viel besser. Scheinen nur zwei Wachen hier zu sein, in dem Abschnitt. So, warten wir mal kurz, bis er kommt.
Willkommen zu Papi. Hoffe, ist da keiner drin, ey. Weil es wird auffallen. Oh, da steht einer, ja. Den schmeiß ich jetzt hier hin. Okay. So. Alles voll gefliest hier. Zu langsam. Lass mal gucken, ich habe noch Moospfeile. Hier, zwei Stück nur, ey, das ist ja schlecht. Nur zwei Moospfeile. Sieht voll abgespaced aus, das Haus hier irgendwie. Ganz komisch. Hier ist aber Gold. Oh, was ist das für ein Gebimmel? Hä, was ist das hier? Tür? Ja, okay, aber ich habe nur noch einen Seilpfeil. Nur noch einer. Okay. Wo ist der Knüppel? Mann, Knüppel hier. Knüppel, Knüppel. Da oben ist, scheint auch noch einer zu sein. Muss ich aufpassen. So, erstmal gucken, was der bewacht hat hier. Oh, da oben läuft er. Was passiert, wenn ich das hier ausmache? Wird es dann dunkel oder? Oh ja, sehr schön. Okay. Das ist so eine Art Bar. Frage ist nur, kommt da einer? Ich kann jetzt nicht jeden Wasser, jede Kerze ausmachen und so. Ah, hier ist total hell. So, okay, komm, scheiß drauf. Hier nicht her, hoffentlich. Ich gehe mal hinter die Bar. Hier kann mich auch keiner kriegen. So. Schönes Versteck. Wie gesagt, ah doch, hier kommen sie rein. Schade. Auch zwei wertvolle Flaschen. Jetzt hier nicht runter. Hallo? Oh. Soll ich doch hier die Kerze ausmachen? Sir? Sind Sie das? Warten.
dachte, der läuft hier vorbei. Ah, jetzt. Wen? Oh, scheiße, das ging schief. Okay, zwei Schläge. Nicht schlecht. Sind halt Wachen, ja. Wenn die mich angreifen, dann kann ich nichts anderes machen, als die zu killen. Oder ich verstecke mich halt so lange, bis sie sich wieder abreagiert haben, aber das dauert mir zu lang. So, was haben wir denn hier im Keller? Ist da auch eine Wache? Mal schauen, was für ein Geheimnis da unten im Keller ist. Warte mal, vielleicht passt der Schlüssel hier. Ah, wieder zu schnell. Ne, natürlich passt er nicht. Dietrich. Oh, da passt kein Schlüssel. Wirklich? Ich habe nur Schlüssel und zwei Dietriche. Oh, krass, da passt gar nichts. Wer weiß, was da unten im Keller ist. Wer weiß. Das Schwert ist auf jeden Fall nicht im Keller, aber... Ah, das ist die Bar. Sehr gruselig. Irgendwie finde ich das Anwesen hier sehr komisch. Oh, Alter, was Fackeln? Was geht ab? Ich höre was aus der Richtung, aber da kommt keiner. Das heißt, die müssen dann da oben sein. Da vorne liegt auch eine Leiche. Oder ein Bewusstloser. So. Hier war ich auch schon. Hier ist das Seil, so komme ich hoch. Hier geht's auch noch mal rein, keine Ahnung. Ja. Hat sich da was bewegt? Ich höre nichts Besonderes mehr. Boah. Scheiße. Pan. Okay. Mann, was mache ich jetzt? Ich hasse es, Alter. Bis ich hier fertig bin, oder sagen wir mal, zur Hälfte fertig bin, sind alle Wasserpfeile weg. Dann habe ich ein Problem. Ich brauche hier noch Wasserpfeile für oben. Sein, ne? Weil hier Wiese ist, also Gras, könnte das vielleicht draußen sein. Ich warte, bis er wieder zurückläuft oder vorbeiläuft und dann werde ich ihm was über den Schädel braten. Minuten, Leute.
Ich bin nicht so weit gekommen. Wie gesagt, es gibt immer noch... Das Schwert soll ja oben sein, also denke ich mal, entweder ist es zweistöckig, dreistöckig, keine Ahnung. So, wann kommt denn? Ich höre aber jetzt wieder zwei. Ah. Aha. Sehr. Sehr schön hier. Der scheint irgendwie ein Faible für Blumen zu haben, der Typ. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht mir alles sehr komisch aus. Also das, entweder ist das ein Kunstsammler oder... Oh, da kommt jemand. Da war er. Entweder ist das ein Kunstsammler oder... Keine Ahnung. Oh, Feuerpfeile. Schon wieder eine Tür. Ich werde das Let's Play dann das Schwert von Konstantin nennen. Was anderes fällt mir jetzt zurzeit nicht ein. So, hier könnte ich mich hinstellen. Schon wieder Blumen. Das habe ich bisher in keinem Level gehabt, so viel farbprächtige Blumen hier. Und keiner weiß, wer der Konstantin wirklich ist oder so. Keine Ahnung. Aber das ist egal. Ich hab's auch bekommen, das Schwert. Kannst du gerade hier liegen bleiben. So. Was ist das hier? Kann man hier tauchen? Tatsächlich. Gleich mal gucken. Wasserpfeile. Oh, sehr schön. Und noch ein Wasserpfeil. So kann es natürlich auch weitergehen hier. Oh, verdammt, da geht es noch weiter runter. Boah, hier sind lauter Bachen, Alter. Ich gehe mal hier rein. Das sieht aus wie eine Höhle. Hier noch Wasserpfeil. Boah, Alter, komme ich hier wieder runter? Sehr gefährlich. Oh, der ist genau da. Und er hat Kohle. So, ich schmeiß den jetzt einfach hier rein. Oha, was haben wir denn hier? Das ist alles sehr komisch hier. Der Vorspann war ja schon komisch, muss ich sagen, ja. Es sah mir alles sehr nach Natur aus und um wen ging es da nochmal? Der... Ja, da war irgendeine Rede von irgendjemandem, keine Ahnung. Oh. Was? Was ist das hier? Ist das eine Fackel oder ist das ein Wesen? Oder eine Falle? Krass. Was war das jetzt? Hä? Was ist das?
Sieht mir sehr komisch aus hier. So, jetzt habe ich sie alle ausgemacht. Ja, da komme ich nicht hoch. Alter, was ist das hier für ein Zeugs? Gold. Aha. Kein Plan, wo ich bin, ey. Ist das hier? Aha. Da oben sind Türen oder Fenster? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich hier nichts machen. Warte mal, da ist ein Eingang. Oder ein Ausgang. Jetzt bin ich wieder hier. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Was ist das? Soll das Frösche sein oder was? So, ich gehe nochmal hier rein. Ich will nochmal wissen, was das war mit dem Feuer. Ich werde mal einen Wasserfall drauf schießen. Ich traue dem Feuer nicht. Es könnte sein, dass es eine Falle ist. Hier sind wieder diese komischen Blumen. So, ich werde da jetzt einfach mal Wasser drauf schießen. Oh, da kann ich gar nichts machen. Ich werde mal abspeichern, Leute. So. Und hier ist Rauch. Oder was auch immer. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Auf jeden Fall war das doch keine Falle. Tja, muss wieder zurückgehen. Ich habe keinen Plan. Warte mal, wo ist denn nochmal die Tür? Kann ich das da vielleicht mit dem Schwert kaputt machen? Nee. Ah, so. Okay, da vorne liegt wieder der Bewusstlose. Geh mal dahin. Das ist der Brunnen. Okay. Hier waren die Feuerpfeile. Okay, dann bewege ich mich gerade wieder. Da vielleicht im Seilpfeil hoch, aber ich gehe mal wieder zurück hier ins Haus. Doch recht unheimlich hier. So, der muss oben sein, denke ich mal. Das mit der Tür, hier genau. Da habe ich extra meinen Pfeil geschossen. Ich gehe jetzt da hoch. Ah, ich kann. Oh, Scheiße. Runter! Alter. Boah. Idiot. Den noch K.O. und dann werde ich das Ganze beenden.
Das war dann der erste Teil. Mal gucken, wie viele Teile es dauert. Also, ich habe vor, so 30 Minuten Teile zu machen. Das reicht. Für so lange Let's Plays, die werde ich dann so 30er Schritte aufsplitten. Hatte der was bei sich? Nee, okay. Hier ist auch noch ein... Ah, das ist ein Kronleuchter. Boah, das Ding ist ja riesig, ey. Okay, okay. Ich glaube, das war auch nur eine Wache. Da werde ich wieder hier reingehen und dann werde ich das Ganze beenden. Gut, Leute. Das war der erste Teil von Konstantins Schwert und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.